Liebe Schwestern und Brüder, ich grüße Sie und euch alle ganz herzlich zum Pfingstfest. Komm, Heiliger Geist, und entzünde die Herzen deiner Gläubigen mit Liebe. Das singen und feiern wir jetzt zu Pfingsten, und wir brauchen den Heiligen Geist. Gerade in diesen Tagen. Ostern geht dies Jahr definitiv bis Pfingsten, sowieso, aber wir spüren es. Wir brauchen diese Kraft, dieses Leibhaftigwerden der Auferstehung, dass Menschen sich wieder raustrauen, dass sie anfangen, von der Hoffnung, von der Stärke, vom Glauben zu reden. Und vor allem, dass der Geist es macht, dass es gehört wird. Der Geist Gottes ist ein Geist der Liebe und Wahrheit. Und er ist nicht ein Geist liebloser Wahrheit, sondern wahrhaftiger Liebe. Und daran können wir ihn auch erkennen, dort, wo seine Rede in seinem Sinne mit seiner Kraft gesprochen wird, dass Menschen auferbaut, gestärkt und getröstet werden, oder wo sie niedergemacht, klein gemacht, wo Hass eine Rolle spielt, da ist der Geist Gottes nicht dabei. Lasst uns in Gottes Geist uns freuen, uns trösten, lasst uns fröhlich und mutig sein, lasst uns keine Angst haben, sondern hinausgehen und von der Liebe Gottes, von Glaube und Hoffnung weiterreden, erzählen, Leute einladen, im Glauben mit dabei zu sein. Gottes Geist stärke Sie an diesen Tagen. Ihr Landesbischof Friedrich Kramer.